So, hallo ihr Lieben. Ich bin jetzt hier in Antwerpen angekommen und habe endlich ein bisschen Zeit, ein Video zu drehen. Und zwar möchte ich ein separates Video machen. Ich habe eine Reihe sozusagen von Videos fürs Bikepacking. Und das eine ist Equipment, das andere ist Essen. Und dann habe ich noch eins für Klamotten. Bikepacking für Mädchen sozusagen oder Frauen. Und ja, heute geht es ums Essen. Deswegen habe ich jetzt alles hier so schön ausgebreitet und um euch zu zeigen, was ich alles mit genommen habe und ob das hilfreich war. Und genau, und dann könnt ihr euch dann später halt die anderen Videos anschauen und teilt mir gerne auch in den Kommentaren mit, was ihr total gut fandet fürs Essen. Ja, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Denn ich habe halt schon einmal am Tag versucht, irgendwie draußen zu essen, aber das ist halt auch, jetzt, wenn man auf Reisen ist, nicht wirklich günstig. Und wie löst ihr das mit dem Essen? Weil ich muss sagen, wenn ich halt so viel dabei habe, will ich einerseits auch nicht so viel schleppen und andererseits möchte ich aber auch nicht immer wieder das Gleiche essen, ne? Weil das wird ja dann auch irgendwann langweilig. Ja. Also, ich bin auch bereit für viele neue Tipps sozusagen und die werde ich dann auch gerne integrieren irgendwann mal auf meiner zweiten Fahrradtour. So, wir müssen das mal anders jetzt hier anpacken und ich stehe jetzt hinter der Kamera und ihr könnt mal sehen, was ich hier alles so ausgebreitet habe. Ja, die Tasche liegt jetzt so zur Demonstration da, ne, damit klar ist, dass es fürs Bikepacking ist. Auch für das, nicht das Video, sondern auch für das, wie heißt das, Thumbnail. Also die Tasche packe ich jetzt weg. Braucht man nicht. Genau, und dann möchte ich euch einmal alles zeigen. Also ich hatte auch in diesem Equipment-Video einmal gezeigt, was ich hier für Kochlösungen mitgenommen habe. Hier ist ein Vergaser, ein Holzvergaser nennt man das. Und ich werde euch auch die Links in die Infobox reinpacken. Auf jeden Fall kann man hier sehr schön, wie ihr sehen könnt, Feuer brennen, Feuer machen. Ne? Und das ist halt, nennt sich Holzvergaser. Ich glaube, das liegt daran, dass man dann hier drin halt Holz hineinpackt. Und da dieses Feuer aus diesen kleinen Löchern herauskommt, das ist so ein bisschen selbstproduziertes Gas oder Feuer. Also ich finde die, weiß ich nicht, finde ich auch sehr interessant. Kann ich jetzt leider hier nicht demonstrieren. Mal gucken, ob ich ein Video finde, wo das zu sehen ist. Auf Instagram habe ich auch Instagram habe ich ein paar von den Videos gemacht. Das ist für die Asche. Das legt man dann halt hier unten drauf. Ich habe halt extra geschaut, dass ich eins nehmen kann, wo ich das bewegen kann. Weil ich will das ja nicht anfassen, ne? Deswegen habe ich das dann, um das halt irgendwie auch zu verschieben. Dann kann man das hier drauf machen. Und dann ist halt da Feuer drin. Und dann hat man halt hier so einen Topf zum Beispiel. Und dann legt man diesen Topf hier drauf. Und kocht Wasser oder Essen warm. Alternativ kann man auch so, zum Beispiel, ich finde das halt total süß, weil das so winzig ist, grillen. Ne? Also ich meine, wie viel kann man hier auf so einer Handfläche grillen? Ein bisschen war das auch verkohlt. Ich zeige euch auch mal ein paar Videos davon. Also kann ja sein, dass ich mich gar nicht mit zu grillen und so auskenne. Aber ich muss sagen, ein bisschen fail ist das ja schon, ne? Das riecht doch schon mal gut. Das kostet ungefähr so 25 Euro und kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil ich finde, manchmal gibt es ja auch kein Gas zu kaufen unterwegs und dann kann man halt immer als Notlösung einfach Holz sammeln. Ich finde, es hat auch so was Uriges, also so von wegen,
zurück zur Natur, der Mensch, der das Feuer macht, ne? Man ist auch sehr viel achtsamer beim Kochen, muss man, also ich erinnere mich da halt schon ein bisschen an meine Kindheit bei meiner Oma, ne? Wo wir dann halt auch immer mal wieder gucken mussten, dass der Nachschub kam, ne? Und die, weil wir halt solche Steinkochflächen hatten draußen, so dass man dann halt Kohle oder Holz reingetan hat, um dann zu kochen. Und da musste ich halt dran denken, weil man dann halt auch auf das Feuer achten muss, ne? Was ja heute bei diesen elektrischen Geräten ja auch manchmal da ist, weil man dann ja vielleicht manchmal auch überhitzt und so. Das kommt auch mit dabei. Da tut man dann irgendwie Spiritus oder so eine Gelflüssigkeit rein, damit man dann statt Holz das dann halt auch verbrennen kann. Habe ich nicht ausprobiert. Kann ich jetzt nichts zu sagen. So, ne? Das Ganze kann man handlich packen in so ein kleines, ja, Netz sozusagen. Ne? Das ist nämlich auch sehr praktisch, weil das nimmt halt wenig Platz ein, also verhältnismäßig wenig. So, ne? Dann zieht man halt hier zu und dann ist es nur so lang, so breit. Ja, also die Hälfte von der Größe. So, dann habe ich halt das hier. Das ist jetzt auch schon ziemlich verkohlt hier unten, ne, wie man sieht. Aber das kam mit dabei. Hier dieses. Und das hier. Muss ich jetzt irgendwie mit der einen Hand machen, nur weil ich das Handy halte. Und hier ist so ein Schraubverschluss. Ich hatte halt die ganze Zeit falsche Gaskartuschen gekauft. Dann auf der Rückreise habe ich jetzt endlich eine Gaskartusche für nur hier 6 Euro gekriegt. Dann schraubt man das hier drauf und kann man es auch abschrauben. Das heißt, ich kann die halt auch in einem Jahr noch benutzen. Ja, das ist sehr praktisch. Ja, und das kam halt mit dabei. Also ich habe mir auch extra so eins ausgesucht, wo bei dem Kochtopf ein Becher dabei war und halt so ein Gas, ja, so ein Gas, wie sagt man, so ein Gasadapter, ne? Dann kann man halt diesen Topfdeckel als Topfdeckel benutzen oder halt als separaten kleinen Topf. Ah ja, und dabei kam auch noch hier das mit bei. Das hier ist halt, das ist halt Camping, ja, das ist Besteck, ne? Wartet. So, jetzt habe ich es aufgemacht. Kann man halt hier, finde ich so suboptimal, weil das macht man dann, klappt man dann hier auf und dann benutzt man das und irgendwie knickt das dann manchmal beim Essen. So. Und das finde ich dann irgendwie so unpraktisch. Also, weiß nicht, so ein bisschen Plastikbesteck hätte auch gereicht. Das fand ich jetzt nicht so super. Gut, stattdessen habe ich aber einen Holzlöffel mitgenommen, den ich sehr, sehr oft benutzt habe zum Rühren, ne? Weil ich wollte ja auch nicht alles zerkratzen mit diesem Silber, Stahlbesteck. Und deswegen habe ich einen Holzlöffel mitgenommen. Also ihr könnt auch einen Plastiklöffel oder sowas stattdessen nehmen, aber ich war super glücklich mit diesem Holzlöffel. Der kam sehr, sehr oft in Einsatz. Von daher gut mitgenommen. So, dann habe ich hier einmal, also wichtig halt, ne, ist ein Feuerzeug, um das hier anzumachen. Ja, das dauert manchmal auch eine halbe Stunde. Das ist echt eine Aktion manchmal. Kann ich ja auch mal ein separates Video machen, wie man das macht, ne? Und dann habe ich halt hier eine Schüssel, wo ich halt manchmal, wenn ich jetzt irgendwie Curry gemacht habe, da drin gegessen habe, weil so ein Teller, das hat jetzt nicht ausgereicht, da habe ich jetzt was Gegrilltes zum Beispiel drauf gegessen. Und auf dem einen Teller habe ich halt viel geschnitten. Also ich würde euch empfehlen, auch so ein Schneidebrett mitzunehmen. So habe ich jetzt nicht gemacht. Das nächste Mal mache ich das. Ich habe ein ziemlich scharfes Messer noch. Dann habe ich halt so sowas mitgenommen, um vielleicht auch mal
eine Flasche aufzumachen, eine Weinflasche. Das Messer ist jetzt schon irgendwie kaputt, also irgendwie, wie man sehen kann, hat das jetzt irgendwie keinen Widerstand hier hinten, ne? Ich irgendwie einmal ein bisschen zu doll benutzt und jetzt geht es nicht ganz rein. Eine Schere habe ich extra, also ich habe extra eins ausgesucht, das eine Schere hat und die Schere ist total schlecht. Also habe ich dann doch das Messer benutzt für meine Pflaster. Ja, also sucht euch ein vernünftiges Taschenmesser. Das war jetzt nicht so richtig toll. So, jetzt kommen wir eigentlich zum Eigentlichen, zum Essen. Also wichtig ist, dass diese zwei Wasserflaschen immer aufgefüllt sind. Weil wenn du halt was kochen willst, was Warmes, dann brauchst du halt Wasser für unterwegs, ne? Also das mit dem Wasser, finde ich, ist auch schwierig, wenn man schon fährt. Dann will man ja auch nicht zu viel Wasser austrinken. Deswegen erst, wenn man dann halt richtig plant, was zu kochen am Campingplatz, dann fülle ich die Wasserflaschen auf, damit ich da nicht 10-mal hin und her laufen muss. Aber jetzt unterwegs Wasser warm machen, das wäre schon fast Verschwendung, würde ich sagen. So, ne? Oder unterwegs kochen, weil so viel Wasser habe ich ja dann nicht, ne? Wenn ich nur zwei Flaschen habe. So, dann habe ich aus dem Asiamarkt, ich habe eigentlich fast alles aus dem Asiamarkt. Aus dem Asiamarkt habe ich hier Linsen mitgenommen. Dann habe ich hier, also ich habe halt geguckt, dass das so kleine sind, die halt schnell kochbar sind. Deswegen so kleine, also gesplittet, ne? Und dann habe ich halt Reisflocken. Also sowas kann man aber auch im Biomarkt finden. Habe ich jetzt im Asiamarkt gekauft. Und das ist dann ganz schnell gekocht, ne? So innerhalb von, weiß ich nicht, 3 Minuten oder so ist das schon fertig. Ich habe hier Miso-Suppe, ne? Aus dem Asiamarkt auch. Davon habe ich jetzt, glaube ich, weiß nicht, 10 Packungen mitgenommen. Ich habe, ja, weiß nicht, die Hälfte vielleicht schon benutzt. So eine Currypaste. Da habe ich bin ja nicht Vegetarierin, aber ich esse halt sehr viel vegetarisch. Und naja, dann manchmal fehlt halt einem der Geschmack und deswegen habe ich dann halt so aus dem Asiamarkt halt sowas gekauft, weil das dann halt schon ein bisschen intensiveren Geschmack erzeugt. So, ne? Genau, davon habe ich halt mehrere, also grünes Curry, ne, oder auch gelbes Curry und so weiter. Und dann habe ich zum Beispiel auch hier sowas, ja, Basil Seasoning Paste, ne, oder irgendwie, wenn man Lust hat, kann man auch so Reis machen, Pineapple Rice, so, ne. Aber habe ich jetzt alles irgendwie nicht benutzt. Ich habe den gelben Curry, glaube ich, dreimal benutzt, weil das ist ja schon eine große Packung und ja. Den Rest halt nicht so. Also da habe ich noch einmal so ein Gemüse gemacht. Das habe ich auch schon fertig benutzt. Und im Asiamarkt gibt es halt auch oft so eingelegtes Gemüse. In dem Fall ist das hier, sind das hier Algen. Aber es gibt halt auch zum Beispiel so eingelegter Kohl oder so. Ne? Den habe ich auch benutzt und aufgegessen. Ja, Schokolade habe ich halt immer dabei gehabt, auch immer geguckt, dass ich Nachschub hatte, weil das war sozusagen für unterwegs so der Hauptenergiegeber. Einige Leute essen ja dann auch, glaube ich, diese Haferriegel oder so Proteinriegel. Ich glaube, zwei habe ich mir mal gekauft unterwegs. Die waren dann halt direkt aufgegessen und so. Schokolade, das kann ich mir aufsparen für mehrere Tage. Ne? Und dann habe ich auch manchmal Nüsse oder getrocknete Früchte, Datteln zum Beispiel oder Aprikosen, immer vorne dabei, dass ich dann auf der Fahrt halt zwischendurch sowas essen kann. Und ich habe immer so diese Lust gehabt, so eine halbe Stunde vor Ankunft so ein bisschen Schokolade zu naschen. Ja, dann habe ich hier Kokos. Wie heißt das denn? Kokoscreme. Ne? Also eigentlich sowas Festes. Habe ich jetzt. Ach, muss ich jetzt irgendwie mit den Füßen machen. Ja, also das sieht dann so aus. Ne? Das ist jetzt immer noch, weil es warm ist, so ein bisschen flüssig. Eigentlich sollte das fest sein. Habe ich jetzt halt auch mit Tape zugemacht. Das ist auch ganz wichtig, dass du Tape mitnimmst. Und ja, das kann man dann halt mit diesem Curry da kombinieren. Ne? Also das gehört so ein bisschen zusammen. So, hier leichte thin Sojasauce, also
nicht viel zweimal benutzt vielleicht, ja. Ghee habe ich mitgenommen. Ihr könnt auch, wenn ihr vegetarisch oder veganisch seid, Veganer seid, könnt ihr dann statt Ghee dann halt Kokosöl mitnehmen, ja, oder eine kleine Flasche Öl. Also die habe ich jetzt zur Hälfte aufgebraucht, weil ich dann immer damit gekocht habe oder gebraten habe. So, dann habe ich halt hier auch schon echt viel Harissa, ist das jetzt irgendwie Spanisch oder so? Also so wie Sambal Oleg ist das einfach, eine scharfe Soße, die ist auch ziemlich salzig, deswegen konnte man das dann halt fast überall drauf machen. Zucker habe ich mit dabei genommen, so weil, ja, ne, ein bisschen Süße darf ja sein. Ich habe hier ein Kakao. Ich habe ganz oft gerne Kakao getrunken, wenn ich dann mal keine Lust auf Tee oder so hatte. Die habe ich halt auch mitgenommen. Hier ist Salz unten, das ist irgendwie so ein bisschen hier ausgeschüttet. Und Kaffee, Instant Kaffee. Ne? Dann das hier findet ihr eigentlich, glaube ich, gar nicht. Das ist halt Hirse. Ne? Kann man aber auch bestimmt im Bioladen dann so Hirseflocken oder sowas mitnehmen. Das ist halt jetzt mongolische geröstete Hirse. Die kann man dann in den mongolischen Tee reintun. Euch verlinke euch mal einen Link, wie man das macht. Aber das findet ihr halt nicht. Deswegen, ja, kann ich euch nur empfehlen, stattdessen dann zum Beispiel Müsli oder so mitzunehmen. So, ne? Und das hier ist auch getrocknetes Fleisch. Also im Asiamarkt gibt es ja auch getrockneten Fisch oder sowas, ne, zum Kochen. Wenn ihr mal eine Suppe machen wollt, damit habe ich mal einen Curry gemacht. Das war auch sehr lecker. Das ist halt auch aus der Mongolei, ne? So, dann, was ich empfehle, ist auf jeden Fall sowas. Das ist dann halt so eine Packung Cereals, also aus dem Asiamarkt. Das ist sehr flüssig dann und macht halt schon erstmal so für den Morgen satt. Ne? Und dann braucht man natürlich mittags auch was zu essen, aber wenn man einen Kaffee hat und das hier hat, dann reicht das erstmal für die erste Tour sozusagen. Und was ist dann hier drin? Also Müsli-Grains hier, Yam und Multigrains, also ja, verschiedene, ganz viele verschiedene so Reisflocken und sowas. Ne? Das ist halt auch ein bisschen salzig, also schmeckt halt sehr gut. Und kann man gut zum Frühstück essen. So. Asiaten essen ja zum Beispiel auch Reisbrei zum Frühstück. Ne? Kann man ja auch machen. So, dann gibt es hier das hier. Das ist so ein Ersatz für Sojamilchpulver, weil meine Sojamilchpulver ist ausgegangen. Davon habe ich ungefähr 10 Packungen mitgenommen. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr mal irgendwie statt Milch, ja, weil Milch ist schwierig, ne, für unterwegs, habe ich dann halt immer Sojamilchpulver gehabt und das habe ich dann in den Tee halt reingemacht oder manchmal auch in den Kaffee oder Kakao. Kakao mit Wasser und Sojamilchpulver gemischt und das ist sozusagen Ersatz als Alternative und ein bisschen auch gesünder vielleicht mit Walnuss, Haselnuss und Aprikosenkern. Ne? Und damit kann man dann auch mal, wenn man jetzt zwischendurch irgendwie so ein bisschen Hunger hat, aber halt jetzt nichts zu essen, dann kann man einfach kurz Wasser mit dem hier auffüllen und dann, ja, ist man erstmal gesättigt. Ne? Weil manchmal kam ich dann. Ich wechsle mal die Kamera. So, ja, manchmal kam ich dann tatsächlich an und hatte dann Hunger und konnte dann aber halt irgendwie auch nicht direkt was kochen oder warm machen. Und ja, und dann habe ich halt auch mal meine Hirse gegessen. Ne? Also wenn ihr dann Müsli hättet oder so, dann könnte man halt Müsli trocken essen, zum Beispiel. Ja. Weiß nicht, ne? Also so ungefähr. Ich habe jetzt auch schon mal so einfach aus dem heißen Wasser, also aus dem Wasserhahn heißes Wasser benutzt und dann damit jetzt irgendwie einen Tee gemacht oder so, ne? Ja, also es gibt halt im Supermarkt natürlich auch diese heißen Tassen, ne? Das ist ja so sehr deutsch. Aber ich glaube auch so mit Nudeln oder Kartoffeln oder sowas kann man ja dann halt auch Kartoffelpulver, so Kartoffel, wie heißt das? Kartoffelpüree, ne? Kann man dann halt auch machen. Notfalls, wenn man dann so richtig Hunger hat und so. Also das sind halt so diese praktischen Instant-Sachen. Und ich habe dann tatsächlich auch immer geguckt, dass wenn ich dann
irgendwo in der Stadt war, dann mittags zumindest dann irgendwas gegessen habe im Restaurant oder im Imbiss. Ja. Also das Essen ist halt schon eine kleine Herausforderung gewesen, weil ich habe halt auch überlegt, ob ich nicht ein bisschen zu viel mitgenommen habe. Ich habe zum Beispiel jetzt irgendwie auch so Tüten mit Bohnen mitgenommen. Das war jetzt auch vielleicht irgendwie ein halber Liter oder so, aber trotzdem, wenn sich das dann anhäuft, war das dann schon ein bisschen viel. Und ich hatte dann halt auch keine Lust, immer diese Linsen zu essen. Von daher, ja, also würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren reinschreibt, was für Ideen ihr habt fürs Essen unterwegs beim Bikepacking. Gut, ich freue mich total, dass ihr da zugeschaut habt bis jetzt und wünsche euch viel Spaß und ja, folgt mir auch gerne auf Instagram. Dann würde mich freuen. Also, bis dann, ciao, ciao.